Heute, am 13. April 2019, lädt der Förderverein Traditionsobjekt Wolfschenke mit seinen Freunden des Mönchengladbach-Fanclub Wolfsrudel bei nicht geraden bestem Wetter zum Tag der offenen Tür hier in der Wolfschenke am Ofenberg ein. Vor circa 3 Jahren wurde die Wolfschenke geschlossen, als von dem letzten Pächter die Frist abgelaufen war. Das Gebäude war nicht mehr im besten Zustand und musste renoviert werden. Diese Aufgabe hat nun der Förderverein mit seinen Freunden, Wolfsrudel und vielen freiwilligen Helfern in den letzten 3 Jahren übernommen und präsentiert heute die Wolfschenke im neuen Gewand. Es war immer ein schönes Ausflugsziel, mitten im Wald. Schon vor circa 50 Jahren waren wir mit unseren Kindern hier. Es wurde auch schon so manches Fest hier gefeiert und ich denke, dass auch viele sich freuen, wenn man hier wieder einkehren kann und nach einer Wanderung ein kühles Getränk oder etwas zu essen bekommt. Vor allen Dingen ist es sehr schön, wenn man bei schönem Wetter im Freien sitzen kann. Eventuell mal zwischendurch den Aussichtsturm besteigen und einen Blick über die Stadt Wolfhagen werfen kann. Für die Liegen ist es aber heute noch ein bisschen kalt. Nun ein Blick in die Innenräume mit neuer Ausstattung. Die Gaststätte des Ausflugsziels soll wieder 2-mal im Sommermonaten für alle Besucher geöffnet werden, so wie es hier der Fördervereinsvorsitzende Uwe Werner bestätigt. Da wir selbst alle Ehrenamtliche tätig sind, fangen wir an mit dem 2.4. Das heißt, den 2. und den 4. eines Monats, immer den Sonntag, werden wir öffnen von 14 bis 18 Uhr. Und ab einer Eingewöhnungszeit werden wir sehen, wie das angenommen wird. Und dann würden wir das gerne weiter ausbauen. Unser Ziel ist in erster Linie hinzukommen, dass wir jeden Sonntag immer wieder aufhaben. Und wir werden das zu gewissen Themen dann öffnen. Und zwar die Kunsthandwerk, das Kreativhandwerk von der Anja hat uns hier Exponate zur Verfügung gestellt, die wir natürlich präsentieren und die wir auch gerne zum Kauf anbieten. Wir werden dann immer wieder eine Ausstellung hier geben und wir werden versuchen, so das ganze Objekt abzubilden. Das ist das Ziel dahinter. Das Gebäude besteht aus 3 Teilen. Das ist der Altbauteil, der befindet sich hier hinten. Dann haben wir hier ein angebautes Teil und wir sitzen da im Fanraum, ist dann noch ein neuerer Teil. Diese 3 Gebäudeteile sind sukzessive und aus den Mitteln, die damals zur Verfügung standen, entwickelt worden und hatten natürlich dann wirklich einen Renovierungsbedarf. Den haben wir geleistet bisher. Das Gespräch von Uwe Werner wurde sehr durch die lauten Umweltgeräusche gestört, hatte leider kein Zusatzmikrofon dabei.